oder Konter? Mabila, bitte, das Konter. Wissen Sie. Das, hey. Das ist ein Hattrick. Schade. Macht nichts, wir bekommen jetzt zwei Tassen, gestern und heute eine. Gestern bei unserem Anruf und heute bei dem Quiz. Ja. Und wer lacht da so schön im Hintergrund? Mein Mann. Okay, der Mann. Ich hab jetzt gerade ein bisschen geguckt, was Abdeckplane. Mann, du musst auch ein bisschen ordentlicher schreiben. Der Per Senning ist eine Abdeckplane. Der oder die, das Per Senning. Frau Bieler, Herr Bieler, tschüsschen, viel Spaß mit euren Tassen. Als Putzweiber haben Sie kabarettistisch Karriere gemacht. Dodui und Sill sind zwei Damen aus der Mundart-Kabarett-Szene im Ländle, nicht mehr wegzudenken. Sie gelten als die charmantesten Raumpflegerinnen Baden-Württembergs und zeigen uns jetzt zuerst mal, was Sie auf der Bühne mit dem Thema Wechseljahre alles anfangen können. Wie fix und fertig du? Ich merk's, was tust du da die ganze Zeit? Ich schwitz. Schwitze du, ich lass mir halt mal Ruhe. Man ist einfach nicht wie andere Leute. Wie ist das Name, Gottes Willen? Ich muss da, wie soll man sein? Mir ist einfach gerade nicht wie andere Leute. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Du mich sei, eigentlich mischst du ja auch merken, bist ja so alt wie ich. Gottes Willen, was muss man merken, wenn man so alt ist wie mir? Ich glaube, ich beende Wechsel, ja. Ach du Scheiße. Guck, die weiß, von was ich schwätze, gell? Ja, das ist ein Scheiß, du ehrlich. Ja, wie äußert sich das? Das kommt halt immer so schubweise. Und du meinst, jetzt schiebt es dir gerade. Ja. Manchmal ist es ja ganz schlimm, gell? Gell, wenn man also wo ist, wie jetzt zum Beispiel. Du, da kommt mir doch einer so bekannt vor. Glaubst du, da war ich manchmal gerade hier schon mal gelebt? Ja, gut, so siehst du auch aus. Sag mal, du nimmst mich nicht ernst, oder? Mein Gott, ich nehme dich ernst. Ich weiß bloß nicht, wie es geht. Ich habe ernsthafte Probleme damit, anstatt dass du mir helfen würdest. Ja, inwiefern könnte ich dir denn helfen? Die Schlafstörung hat mal halt dabei Nacht, man ist einfach nicht ausgeglichen. Du meinst, du kannst überhaupt nicht schlafen? Wach. Da kann ich dir helfen, da gehst du mit mir heim. Da kann ich dir wirklich helfen, du weißt doch, ich habe mal eine Krankenschwester gelernt. Na ja, mir verreicht's gleich. Ja. Das weiß ich, aber ich weiß, dass sie den ausgeschmissen haben. Ach. Warum sind sie eigentlich ausgeschmissen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht so genau. Der Doktor hat mich dort mal zum Patienten geschickt, ich soll Blut abnehmen. Und wo ich zurückgekommen bin und gesagt habe, dass ich nicht mehr wie 4 Liter aus dem rausgebracht habe.